Hallihallo, liebe Freunde. Mal wieder etwas über den schönen alten Erik-Wahnsinn. Oder besser gesagt, über die Informationspolitik darüber oder das, was die Medien daraus machen. Vor 3 Stunden von heilpraxisnet.de veröffentlicht, steht bei Google News. Ich muss den Artikel nicht mehr öffnen. Ich sehe es direkt hier. Die Ursache der EHEC-Infektion scheint geklärt. Die gefährlichen Darmkeime wurden höchstwahrscheinlich mit den Sprossen eines Gartenbaubetriebes aus dem Landkreis Uelzen verbreitet, erklärt das niedersächsische Landwirtschaftsministerium. Vor 3 Stunden. Also vor 3 Stunden ist es geklärt gewesen. Vor 2 Stunden. Und zwar bei Spiegel Online. Die Quelle für den gefährlichen Ehekeim ist noch immer nicht gefunden. Die ersten 23 Proben aus dem verdächtigen Betrieb im Kreis Uelzen sind frei von Ehek. Das gab das niedersächsische Verbraucherministerium bekannt. Also haben wir einmal vor 3 Stunden das Landwirtschaftsministerium und vor 2 Stunden das Verbraucherministerium. Einmal hier und einmal da. Was soll uns das sagen? Also, ich weiß dazu nichts mehr zu sagen. Danke. Over and out.